Erfurt. Besichtigung einer Großbaustelle. Entschuldigung, ist das Zalando hier? Ja. Danke. Schrei vor Glück. Schrei vor Glück. Ein Slogan, bekannt wie kaum ein anderer in Deutschland, verbreitet durch eine Werbekampagne ohne Beispiel. Vor allem schrille Fernsehspots machten die Marke Zalando fast über Nacht bekannt. In Erfurt errichtet das Unternehmen laut Pressemeldung Deutschlands größten Kleiderschrank. Von hier aus will es bald Schuhe und Mode europaweit verschicken. Online-Riesen wie Zalando, Amazon und Co. verändern die Welt. Für die Kunden. Aber was ist mit den Beschäftigten? Kaum ein Online-Shopper ahnt, wie es hinter den Kulissen mancher Versandhändler zugeht. Wenn die an einem vorbeilaufen, schauen die einen auf die Finger. Also man ist da eigentlich, also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ständig beobachtet worden. Im Sommer wird es sehr warm da drin und da kann man eigentlich erleben, dass ja, so ziemlich jeden Tag jemand umkippt wegen aus Kreislaufproblemen. Der Onlinehandel hat die Arbeitswelt verändert. Wir haben auf einmal erlebt, dass es ein anderes Deutschland gibt, was in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Ein anderes Deutschland von schlecht bezahlter Arbeit, von Rechtlosigkeit am Arbeitsplatz. Zalando ist ein verschwiegenes Unternehmen. Seit 2008 halten die drei Samwer-Brüder aus Köln die Mehrheit an Zalando. Seit Jahren sind sie dafür bekannt, Online-Shops wie Alando, Jamba und StudiVZ schnell groß zu machen, um sie mit Millionengewinnen zu verkaufen. In die Öffentlichkeit tritt meist Oliver, der mittlere der Brüder. Ich will mit ihm über Zalando sprechen. Ein Interview bekomme ich nicht. Auch in der Zalando-Firmenzentrale in Berlin ist keiner bereit, vor die Kamera zu treten. Wie funktioniert ein Versandhandel wie Zalando? Da mir der Zutritt verwehrt wird, wende ich mich an einen anderen Online-Versandhandel. Dress for Less ist ein großer Textilversender, der auf Designermode, Restbestände und Überproduktionen spezialisiert ist. Heute arbeiten hier am Frankfurter Flughafen 250 festangestellte Mitarbeiter. Maximilian Albers ist Marketingleiter. Er hat keine Berührungsängste, zeigt uns stolz sein Unternehmen. Hier blicken Sie gerade in unser Logistikzentrum. Wir haben auf diesem großen Areal verkaufen wir bzw. lagern wir unsere Ware, die wir dann in einen Onlineshop quasi live stellen und dort verkaufen. Und der Versand und der Wareneingang läuft hier über dieses Zentrum. Im Prinzip sind das die gleichen Abläufe wie bei anderen Online-Versandhändlern? Das sind genau dieselben Abläufe. Da gibt es keine großen Unterschiede zu der Konkurrenz. Die Deutschen werden dieses Jahr wieder für Milliarden Euro im Internet einkaufen. 40% davon investieren sie allein in Kleidung. Damit die Pakete schnell und sicher beim Kunden landen, bedarf es einer ausgeklügelten Logistik. Also ich habe jetzt eine Jacke, ein Hemd und eine Hose bestellt. Ja. Das läuft hier auf? Genau. Und das läuft hier aus. Was passiert dann weiter? Das werden die Aufträge werden zum einen hier ausgedruckt. Die werden dann erstmal sortiert und anschließend werden diese Kommissionierserien in die entsprechenden Kommissionierwagen bestückt. Wie viele Pakete werden hier täglich gepackt? Im Durchschnitt 5.000. Der Logistikchef verspricht, wer bis 18.30 Uhr bestellt, dessen Paket geht noch am selben Tag raus. Hallo. Dafür sorgt auch Michael, einer von rund 35 sogenannten Pickern. Wir laufen einfach mal hinterher. Richtig. Machen Sie mal so, das ganz normale Tempo. Ja. Michael ist seit 2 Jahren hier. Auf einem Rollwagen pickt er für jeweils 20 Kunden zusammen, was sie bestellt haben. Dafür braucht er etwa eine halbe Stunde. Insgesamt legt ein Picker hier täglich mehrere Kilometer zurück. Auf 3 Etagen aus rund 30.000 Artikeln sucht Michael Hemden, Hosen und Jacken heraus. Genaue Laufzettel bekommt er immer wieder in die Hand gedrückt. Er soll möglichst wenige Wege doppelt machen.
Bis heute wird hier diese Tätigkeit noch per Hand ausgeführt. Wie lange braucht jemand, um diesen Job hier zu können? Wie lange muss man eingearbeitet werden? Ein Tag benötigt ein neuer Mitarbeiter für die Einarbeitung. Und dann ist er so fit, dass er am Folgetag selbstständig alleine arbeiten kann. Eine Arbeit, für die Neueinsteiger hier 1.850 Euro brutto bekommen. Das entspricht gut 11 Euro Stundenlohn. Nach rund einer Stunde hat Michael 20 Pakete gepackt. Doch mit dem Verschicken allein ist es bei einem Online-Shop nicht getan. Gerade bei Kleidung nutzen besonders viele Kunden die Möglichkeit, bestellte Sachen kostenlos zurückzuschicken. Jedes dieser Teile muss ausgepackt, registriert, geprüft, möglicherweise gereinigt werden. Ein immenser Aufwand. Umtausch ist in Deutschland Volkssport. Das sind alles Retouren. Alles, was Sie hier in den Rollcontainer von DHL sehen. Tauschen Deutsche mehr um als andere? Ja. Das ist definitiv so. Hat wohl auch sehr stark den Hintergrund. In Deutschland sind die Retouren, als Versandhändler müssen sie kostenfreie Retouren anbieten. Mit Retouren wird kein Geld verdient. Im Gegenteil. Doch Konkurrent Zalando hat seine Kunden bis vor einiger Zeit sogar aktiv zum Zurückschicken aufgefordert. Und das Schlimmste, liefern und zurückschicken ist kostenlos. Zalando, schrei vor Glück. Oder schick zurück. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den Slogan schreibe oder schick zurück hören? Ja, es ist ein heißes Eisen. Also Retouren ist immer ein heißes Eisen für alle Versandhändler. Muss jeder Unternehmer für sich entscheiden, die Entscheidung eben treffen, wie sie mit dem Thema umgehen. Also ich finde das schon mutig. Der Aufwand für die Online-Händler ist enorm. Für die Kunden aber ist es bequem. Der Online-Versandhandel boomt. Profitieren davon auch die Mitarbeiter? Immer wieder stoße ich auf Anzeigen, mit denen Zalando Leute sucht. Meist über Zeitarbeitsfirmen. In meinem Auftrag bewirbt sich dort ein Lockvogel. Wir filmen das Vorstellungsgespräch mit versteckter Kamera. Ab wann könnten Sie denn? Ab wann ging es denn? Ich könnte wirklich schnell anfangen. Also nächste Woche Freitag wäre das. Unser Mann könnte auf der Stelle loslegen. Mit Lagertätigkeit für 7 Euro Stundenlohn plus einen Cent. Das ist der Mindestlohn für Zeitarbeiter im Osten. Einige Tage später unterschreibt er einen unbefristeten Arbeitsvertrag und erfährt seinen Einsatzort. Morgen früh um 6 in Großbeeren, in der Retour. Am nächsten Morgen, 5:45 in einem Gewerbegebiet an der südlichen Stadtgrenze Berlins. Ich setze meinen Undercover-Mann ab. Okay, wünsche uns Glück. Tschüss. Noch knapp 15 Minuten bis Schichtbeginn in Großbeeren. Stau vor dem Werkstor. Auffallend, viele Autos kommen aus Polen. Das belegen die Autokennzeichen. Dabei ist die Grenze 100 Kilometer entfernt. Am Werkseingang polnisches Stimmengewirr. Wertsachen in die Halle mitzubringen oder auch nur einen Rucksack, das ist verboten. Die Umkleide überfüllt. Leere Schränke, um persönliche Dinge wegzuschließen, gibt es nicht. Dann ist unser Mann drin. Eine Lagerhalle größer als ein Fußballfeld. Regale in 4 Etagen. Er ist offenbar einer der wenigen, die nicht aus Polen kommen. Minuten muss er suchen, bis sich jemand findet, der ihn auf Deutsch einarbeiten kann. Da kommt Kaschka. Kaschka, lern ihn bitte an. Kaschka erklärt, was zu tun ist. Pakete öffnen, Artikel rausholen, scannen, Zustand prüfen, verpacken. Sie lernt häufig neue Leute an, sagt sie. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, den ganzen Tag zu stehen, nicht? Wir dürfen nicht sitzen. Gar nicht? Nein, ich mach das, wenn's keiner sieht. Man darf nicht mal so einen kleinen Stuhl hinstellen? Nein, dürfen wir nicht. Ist verboten. Die Regeln sind streng. Pro Stunde muss jeder mindestens 45 Artikel bearbeiten, sagt Kaschka. Seit einem Jahr arbeitet sie hier, genau wie ihr Mann. Fahren Sie alle von Polen hier rüber? Ja, eine Fahrt 200 Kilometer. Wann fahren Sie denn jeden Morgen los? Um 4. Also eigentlich würde es reichen, wenn ich um 4:45 losfahren würde. Aber ich nehme 4 Leute mit und die muss ich von mehreren Orten auflesen. Sie kriegen auch 7 Euro die Stunde? Ja, ja. Bleibt ja ganz wenig zum Leben, oder? Naja, in Polen kostet Sprit ein bisschen weniger als bei euch.
Ich war Koordinatorin für chirurgische Maßnahmen und habe 400 Euro verdient. Zum Beispiel jetzt sind wir 5 Leute und wenn jeder von uns die 150 Euro für Sprit bezahlt pro Monat, dann bleiben trotzdem 700 Euro. Was würde man da verdienen in Polen? Im Land? Etwa 250 Euro. Netto? Ja. Dann ist das ja hier ein Spitzenverdienst. Ja. Ein Spitzenverdienst, aber nur für polnische Verhältnisse. Wenn ein Onlinehandel verdienen will, hat er vor allem eine Kostenschraube, das Personal. Rund um die Uhr in 3 Schichten lässt Zalando Retouren prüfen, neue Pakete packen. Ich bin verabredet mit einem Mann, der in derselben Halle für Zalando gearbeitet hat. Er möchte nicht erkannt werden. Markus, 33, gelernter Gas-Wasserinstallateur, sucht seit Monaten einen festen Job. Frühere Arbeitgeber beurteilen ihn stets als engagiert und fleißig. Den Job bei Zalando wollte er unbedingt und es begann vielversprechend mit einem Schnupperpraktikum, vermittelt von der Agentur für Arbeit. Ich habe 6 Tage Schnuppertag gemacht. Man hat mir gesagt, ich habe das sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann habe ich 2 Wochen wieder gewartet, dann kam nichts. Nach 2,5 Wochen hatte man mich wieder angerufen, hat man mir gesagt, ob ich nochmal schnuppern möchte bei Zalando. Dort habe ich gesagt, ja, ich habe schon geschnuppert und man wollte sich eigentlich bei mir melden und man hat vor Schreck dann gleich aufgelegt. In den 6 Tagen hat Markus dieselbe Arbeit wie seine Kollegen gemacht. Dafür hat Zalando Markus keinen Cent zahlen müssen. Sein Geld bekam er weiter von der Agentur für Arbeit. Wir treffen Andrea. Auch sie hat in dieser Halle für Zalando gearbeitet. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hier vor der Halle wieder stehen? Ja, nichts Gutes. Also ich möchte damit auch nichts mehr zu tun haben. Vergessen am besten. Aber Sie haben zurück. Sie haben Geld für die Arbeit bekommen, die Sie hier geleistet haben? Ja. Was war der Stundenlohn? Der Stundenlohn war 7,01 €. Das ist der gegenwärtige Mindestlohn für Zeitarbeiter in Ostdeutschland. Das Unternehmen DocData stellt die Halle und die Infrastruktur. Mit dem Logistikdienstleister arbeitet Zalando seit Jahren zusammen. Sie haben dort als Schnupperer gearbeitet. Ja. Wie viele Schnupperer arbeiten denn dort noch? Na, so 10 pro Woche. 5 in einer Schicht, 5 in einer Schicht. Wie schätzen Sie das ein? Na, dass da halt die Leute ausgebeutet werden, wenn 10 Leute jede Woche arbeiten. Das heißt, hinter 40 Leute vom Arbeitsamt, die da picken. Und wenn man da 40 Leute, sag ich mal, 7 bis 9 Tage dort arbeiten lässt, spart man enorm an Geld. So. Guten Abend. Was können wir für Sie tun? Plötzlich, während der Interviews, Besuch vom Sicherheitsdienst. Wer? Machen Sie bitte die Kamera weg. Warum? Warum? Machen Sie bitte die Kamera weg. Warum? Was ist denn hier los? Warum er uns stört, weiß er offenbar selbst nicht. Kurz darauf kommt sein Kollege. Guten Tag. Guten Abend. Ich habe eine Frage, von welcher Firma Sie sind, weil Sie DocData Gelände mit in der Kamera haben und das dürfen Sie nicht machen. Natürlich darf ich von hier aus filmen, wir sind doch auf öffentlichem Gelände. Ja. Also, wo ist denn Ihr Problem? Und von welcher Firma sind Sie, darf ich das erfahren? Wir kommen vom ZDF. Vom ZDF? Ja. Was haben Sie denn für ein Problem? Naja, weil Sie das Gelände von DocData mitfilmen. Das ist nicht richtig. Haben Sie ein Problem damit? Nein, aber es ist, wie gesagt, nicht gewünscht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Angesprochen auf die Praktika, teilt uns Zalando schriftlich mit, Schnupperpraktika dauern in der Regel einen Tag. Aber Markus hat 5 Tage länger hier gearbeitet. Ich frage nach bei der Agentur für Arbeit. Die schreibt, bei diesem Schnupperpraktikum habe es sich vermutlich um eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber, kurz MAG, gehandelt. Den Arbeitgeber kostet das keinen einzigen Cent. Viel Geld hingegen steckt Zalando in die Werbung. Genaue Zahlen will uns das Unternehmen nicht geben, dabei ist Zalando in der Werbung allgegenwärtig. Nadia Nabut, Expertin für suchmaschinenoptimiertes Marketing, hat die Werbung von Zalando wissenschaftlich ausgewertet. Also es sieht so aus, als ob die ein Werbebudget pro Monat haben im 2-stelligen Millionenbereich. Das sind Zahlen von 2011.
In 2012 scheinen sie es runtergefahren zu haben auf ca. 5 Millionen Euro pro Monat. Aber das ist eine ganze Stange Geld. Das ist der absolute Wahnsinn, meiner Meinung nach. Tja, ihre Schwester hat den Zalando-Virus. Patschen! Patschen! Schrille TV-Spots im Dauereinsatz. Nicht weniger kostenaufwendig ist die Werbung im Netz. Auch hier zahlt Zalando Millionenbeträge an die Suchmaschinenbetreiber, die den Platz ganz oben reservieren. Wenn ich jetzt nach Zalando suche, das Erste, was hier auffällt, wenn jemand hier auf diese Links klickt, dann kostet das Unternehmen gar nichts. Wenn allerdings jemand hier auf diese Anzeigen klickt, die man auch bezahlte Suchergebnisse nennt, dann kostet das Zalando tatsächlich was pro Klick. Und wenn man sich die Daten von heute anschaut, dann wären das ca. 30 Cent pro Klick. Ich könnte da jetzt noch 5-mal draufklicken und die würden noch 5-mal die 30 Cent zahlen. So funktionieren Firmenanzeigen bei Google und Co. Für jeden Klick muss das Unternehmen an die Suchmaschinenbetreiber zahlen. Die Preise variieren dabei je nach Suchbegriff, Wochentag und Tageszeit. Wir hatten eine Studie durchgeführt, da sieht man dann, dass der durchschnittliche Klick ungefähr 2,50 Euro kostet. Und wenn ich 100 Klicks bezahlen muss, damit ich einen Kunden bekomme, wären das Akquisitionskosten von 250 Euro für einen einzigen Kunden. Nach ihren Berechnungen ein finanzieller Kraftakt für einen Neukunden allein. Selbst Stammkunden erinnern Versandhändler regelmäßig ans Kaufen. Ich will unbedingt die Reebok Easy-Tone-Schuhe haben. Und filter dann noch nach Schuhen. Und jetzt gefallen mir die schwarzen mit dem Lila hier ganz gut. Ich schaue sie mir an, die sind auch in meiner Größe verfügbar. Aber irgendwie denke ich mir, irgendwie muss es doch nicht sein. Ich kaufe lieber doch nicht die Schuhe. Und deswegen schließe ich die Session in dem Moment. Wenn ich wieder ins Internet gehe und zum Beispiel auf eine Übersetzungsseite gehe, weil ich ein Wort übersetzen möchte, dann sieht man hier schon, auf einmal laden hier Anzeigen. Also das bekommt nicht diese Werbung bekommt jeder? Das bekommt nicht jeder. Das bekomme ich jetzt, weil ich vorher die Schuhe mir angeguckt habe. Der Computer merkt sich, was ich ich wollte. Genau, richtig. Der merkt sich, wo ich war. Der merkt sich, was ich mir angesehen habe auf Zalando. Der merkt sich auch, was ich mir angesehen habe auf anderen Webseiten. Und auf Basis dessen kann ganz gezielt Werbung ausgeliefert werden. Zalando setzt auf Bekanntheit und auf Wachstum. Doch macht das Unternehmen damit Gewinn? Zurück im Zalando-Logistikzentrum in Großbeeren. Unser eingeschleuster Undercover-Mann arbeitet in der Retourenabteilung. Dort fällt ihm auf, viele Kunden behalten kaum etwas von dem, was sie bestellt haben. Hier ist jemand, der hat 9 Brillen bestellt und er hat wirklich alle wieder zurückgehen lassen, komplett. Auch wieder was, 6 Sachen bestellt, alle 6 zurückgeschickt. Hier ist auch einer, der hat 5 Sachen bestellt und alles zurückgegeben. Material gefällt nicht, Artikel gefällt nicht. Eine Rücksendequote von über 50% schafft finanzielle Probleme, heißt es in der Branche. Wie hoch die Quote bei Zalando ist, sagt uns das Unternehmen nicht. 7,5 Stunden stehen. Dazwischen eine halbe Stunde Pause. Wer auf die Toilette muss, ist auf diesen Container angewiesen. Er steht mitten in der Halle. Eine Unverschämtheit findet Andrea. Wenn ich auf einer Arbeit bin, möchte ich eine anständige sanitäre Anlage benutzen dürfen. Also und nicht mitten in der Halle, wo gearbeitet wird, wo wahrscheinlich auch noch alle mithören können oder so. Ich weiß nicht. Den Toilettencontainer findet unser Undercover-Mitarbeiter reichlich verschmutzt vor. Zweisprachig, in Deutsch und Polnisch werden die Benutzer aufgefordert, frühzeitig die Spülung zu betätigen. Mehrere hundert Mitarbeiter benutzen diesen Container rund um die Uhr. Am Institut für Arbeit und Qualifikation treffe ich Professor Bosch. Seit Jahren forscht er, wie sich Löhne und Arbeitsbedingungen speziell in der Dienstleistungsbranche entwickeln. Sein Kommentar zu unseren heimlichen Aufnahmen. Was ich sehe, ist, dass die sonstigen Arbeitsbedingungen, also Umkleide, Räume und Toiletten, das ist sicherlich aufs
aufs Geringste ausgelegt und ist sehr sparsam, würde ich sagen, und nicht, zum Teil auch nicht menschenwürdig. Die Geschäftsmodelle dieser Online-Unternehmen basieren auf niedrigen Löhnen. Wir haben in Deutschland mit den größten Niedriglohnsektor in Europa. Alle unsere Fortschritte in der Entwicklung unseres Sozialstaats, also Ausgleich für schlechte Arbeit durch gute Löhne und soziale Sicherheit, das findet man in diesem Bereich nicht. Da gibt es eher eine Kombination von harter Arbeit mit besonders schlechten Arbeitsbedingungen. Besonders schlechte Arbeitsbedingungen für wenig Geld. Professor Bosch sieht darin ein Markenzeichen nahezu aller großen Online-Versender. Allen voran der Marktführer. Ich weiß, dass Amazon unter Tarif zahlt. Und dadurch versucht man, sich einen Lohnvorteil zu schaffen. Amazon hat allein in Deutschland 7 Logistikzentren, das größte in Bad Hersfeld. Frühzeitig habe ich mich um ein Interview bemüht. Eine Dreherlaubnis bekomme ich nicht. Angeblich sei kein angemessener Gesprächspartner verfügbar. Auch das Gespräch mit Mitarbeitern will man mir untersagen. Ich treffe dennoch einige. Sie wollen anonym bleiben, um ihre Jobs nicht zu gefährden. Alle sind seit mehreren Jahren dabei. Ihre Hauptkritik? Ein fehlender Tarifvertrag. Dennoch ist ihnen wichtig zu sagen, sie arbeiten gern bei Amazon. Für mich bedeutet es einen sicheren Arbeitsplatz, sicherlich auch Spaß am Arbeitsplatz, gute Kollegen, sehr gute Kollegen, aber eben auch Frust, weil viele Bedingungen eben nicht so sind, wie sie sein könnten. Zum einen hat man quasi Aufpasser, die laufen die Reihen quasi auf und ab und kontrollieren, dass auch ja niemand stehen bleibt und schwätzt. Zum anderen gibt es halt täglich Feedback, also man bekommt seine Zahlen jeden Tag gesagt, obwohl wir eigentlich überhaupt nicht nach Akkord bezahlt werden. Wir haben den sogenannten Pick Tower, ein begehbares Regalsystem über 4 Etagen. Und der ist sehr schlecht belüftet. Und im Sommer wird es sehr warm da drin. Und da kann man eigentlich erleben, dass da so ziemlich jeden Tag jemand umkippt wegen Auskreislaufproblemen. Ja. Also im Sommer steht der Krankenwagen fast jeden Tag vor der Tür. Ich habe Amazon dazu mehrfach um Stellungnahme gebeten. Der Versandhändler teilt uns schließlich mit, dass er seit 2010 dabei ist, die Kühlung stetig zu verbessern. Zurück zu Zalando. Ich bringe meinen Undercover-Mann zu seinem dritten Arbeitstag. Diesmal zur Spätschicht. Retourkisten auspacken, Artikel scannen, Ware prüfen. Die Handgriffe sind für ihn bereits Routine. Jeder Mitarbeiter soll pro Stunde ein vorgegebenes Pensum schaffen. Das schärft die Vorarbeiterin ihm kurz nach Mitternacht noch einmal ein. Du bist jetzt den wievielten Tag hier? Den dritten. Warum fragst du mich, wie lange ich schon hier bin? Wegen der Zahlen. Weil ab dem dritten Tag wollen wir schon eine Steigerung sehen von den Items in der Stunde. Was muss man so haben? Ich würde mal sagen, die liegen so bei 45 bis 50 in der Stunde. Und die soll man erreichen? Man schafft's. Du musst nicht schnell machen. Du musst nur kontinuierlich hintereinander wegarbeiten. Und was habe ich jetzt geschafft? Um 0 Uhr hattest du 30. Okay, das klingt aber wenig. Ja, ich denke, weil du erst den dritten Tag hier bist. Aber wie gesagt, die nächsten Tage würde ich schon gern eine Steigerung sehen. Was ist, wenn man die Steigerung nicht schafft? Dann kann es auch sein, dass du umgesetzt wirst. Eine erste Kritik für meinen Undercover-Mann. Nach dieser dritten Schicht bricht er das Experiment ab. 7,01 € Stundenlohn. Im Monat käme er so auf knapp über 1.100 € brutto. Mein Undercover-Mann zieht sein Fazit. Es ist nicht gestattet, irgendwelche Taschen mit in die Halle zu nehmen. Man wird immer beobachtet. Dann haben die einen Kontrollstand, wo die sehen, wie viele Retouren man an dem Tag ausfüllt oder wie schnell man in der Stunde ist. Also die kontrollieren von ihrem Computer aus. Wenn die an einem vorbeilaufen, schauen die einen auf die Finger. Also man ist da eigentlich, also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ständig beobachtet worden. Was für Leute sind das, die dort arbeiten? Man hört nur Polnisch, also und am Parkplatz sieht man fast nur polnische Fahrzeuge, die dann in Kolonnen fahren oder in einem Auto 4-5 Mann. Also nur Polen. Ich habe Zalando nach den Beschäftigungsverhältnissen im Versand gefragt. Per Mail lässt die Pressestelle mich wissen,
Am Standort Großbären seien rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt, davon ein bedeutender Anteil an Zeitarbeitern. Rund ein Drittel davon stamme aus anderen EU-Ländern. Gezahlt würde signifikant über Mindestlohn. Überprüfen können wir diese Aussage nicht. Unserem verdeckten Mitarbeiter wurden nur 7,01 € gezahlt und nicht signifikant mehr. Und das reicht vielen nicht zum Leben. Ja, der Online-Versandhandel schafft Jobs, aber zu welchem Preis? Bei Niedriglöhnen muss der Staat Geld zuschießen. Wenn es sich um deutsche Arbeitskräfte handelt, die gehen zum Arbeitsamt und ihr Lohn muss aufgestockt werden, weil sie davon nicht leben können. Und die große Rechnung kommt in 30, 40 Jahren, wenn die Leute Rente beziehen. Da muss nochmal zugeschossen werden. Also für den Staat ist das ein schlechtes Geschäft. Und was macht die Regierung, um die niedrigen Löhne in der Versandhandelbranche anzuheben? Ich bitte um ein Gespräch mit der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen. Ein Gespräch lasse sich leider nicht realisieren, schreibt ihr Pressesprecher, teilt aber unter anderem mit. Deswegen könnte eine Lohnuntergrenze helfen. Hierzu laufen bekanntermaßen derzeit Gespräche auf Ebene der die Koalition tragenden Parteien. Bis es soweit ist, hat Zalando längst sein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Auf wenigstens 500 Stellen hoffen das Land Thüringen und der Bund. Deshalb haben sie zum Bau 22 Millionen Euro öffentliche Gelder beigesteuert. Damit sollen aber keine Niedriglohnarbeitsplätze gefördert werden, sagt Erfurts Oberbürgermeister. Ich halte es für einen unhaltbaren Zustand, dass es eben nicht wenig Menschen gibt, die arbeiten 40 Stunden die Woche und länger und eben nicht davon leben können und nebenher noch auf die Ämter gehen müssen. Das wird hier definitiv nicht der Fall sein. Was hat Zalando zugesagt? Was wird es an Löhnen etwa geben für einen Packer, sage ich mal? Also wir liegen, glaube ich, bei 1400 Euro ungefähr. Das müssen Sie aber auch mit dem Freistaat klären, weil da kam nämlich die konkrete Förderung auch her. Und das war auch an bestimmte Kriterien gebunden. Wir liegen jedenfalls deutlich über dem, was gegenwärtig in diesem Land als Mindestlohn diskutiert wird. Wir fragen beim Freistaat Thüringen nach und erfahren, dass über das Lohnniveau nicht verhandelt wurde. Nur über die Mindestanzahl der zu schaffenden Arbeitsplätze. In der Bundesrepublik gibt es aktuell 7,3 Millionen Geringverdiener. Fast 1 Million davon braucht zusätzlich noch Hartz IV. Es scheint nicht so, dass sich durch die vielen neuen Jobs im Online-Versandhandel daran zukünftig etwas ändert. Wir haben auf einmal erlebt, dass es ein anderes Deutschland gibt, was in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Ein anderes Deutschland von schlecht bezahlter Arbeit, von Rechtlosigkeit am Arbeitsplatz. Die Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten natürlich. Sie siedeln sich dort an, wo es hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo die Gewerkschaften schwach sind und bezahlen relativ miserabel. Der Online-Versandhandel ist ein Wachstumsmarkt. Die Umsätze steigen jedes Jahr. Doch bei den Mitarbeitern kommt davon nicht viel an. Markus, der ehemalige Schnupperpraktikant, sucht immer noch neue Arbeit, schreibt beinahe täglich Bewerbungen. Andrea hat Glück gehabt. Sie hat bei einer Medizintechnikfirma eine neue Stelle gefunden und hofft auf Festanstellung irgendwann.